welche Rolle nimmt denn die CSU Ihrer Meinung nach in den Sondierungsgesprächen mit den anderen Parteien ein? Die CSU ist hin und her gerissen zwischen dem Ziel, die bayerischen Landtagswahlen so gut wie möglich zu bestreiten, und dafür müsste sie sich eigentlich stärker nach rechts bewegen, und dem Ziel, auch in Berlin mitzuregieren, und dafür müsste sie Kompromisse zur Mitte hinschließen. Wird es Ihrer Meinung nach den Landtagswahlen in Bayern zu einer Fortsetzung der Alleinregierung durch die CSU kommen? Im Moment sieht es eher unwahrscheinlich aus, dass die CSU alleine regieren wird nach den Landtagswahlen. Allerdings wird sie alles probieren, um dieses Ziel zu erreichen. Und wie kann sie dieses Ziel erreichen? Sie muss in erster Linie schauen, dass sie die Wähler, die zur AfD gegangen sind, zurückgewinnt. Und man sieht das auch jetzt schon an den Äußerungen, zum Beispiel von Herrn Dobrindt, dass versucht wird, in diese Richtung das Profil zu schärfen. Nun gibt es ja bei der CSU eine Doppelspitze, Söder und Seehofer. Wie ist Ihre persönliche Einschätzung? Ist das für die CSU im Allgemeinen als positiv zu bewerten oder entstehen da vielleicht für den Wähler auch irgendwelche Hemmungen? Nach allem, was man weiß, ist das persönliche Verhältnis zwischen Seehofer und Söder nicht das allerbeste. Das wird sicherlich Schwierigkeiten machen. Ich erwarte, dass der Führungsstreit noch nicht entschieden ist. Und wodurch könnte er entschieden werden? Es ist durchaus möglich, dass Herr Seehofer mittelfristig auch den Parteivorsitz verlieren wird. Und wird das der CSU helfen? Es kann sein, dass eine Konzentration der Führungsämter bei Herrn Söder der CSU helfen könnte, in Bayern ihre Vorherrschaft zumindest teilweise zu verteidigen. Herr Professor Porunke, vielen Dank für das Gespräch.